Hallo zusammen und willkommen zu einem Deliverus Mars Video. Ich habe gerade eine Push-Nachricht bekommen, dass dieses Spiel bis 30.11.23 gratis ist. Und für mich als alter Empyrean und Space Engineers Player könnte das was sein. Na gut, wir sind hier im Shop und tatsächlich hier im Shop vom Epic Games Launcher ist dieses Spiel in dieser kostenlosen Aktion. Wir wollen uns gleich den Trailer anschauen. Oh, emotional, oi, oi, oi. Narrative rich. Oh, das klingt nach viel Cutscenes. Und das klingt vor allem nicht nach Open World, sondern nach gefühlt. Ja, gut, okay. Klingt nicht nach Open World. Ich mag's nicht so geführt. Und ich mag nicht, wenn es zu viele Cutscenes hat. Was steht denn hier? Deliverus Mars ist ein atmosphärisches Sci-Fi-Abenteuer, das dich auf eine spannungsgeladene, riskante Mission mitnimmt, um die arke Kolonieschiffe zu bergen, die von mysteriösen Outworld gestohlen wurden. Deliverus Mars ist die Fortsetzung des preisgekrönten Deliverus the Moon, ein atmosphärisches Sci-Fi-Abenteuer, das ein intensives Astronautenerlebnis bietet. Erforsche neue Grenzen auf einer spannungsgeladenen, riskanten Mission, um die arke Kolonieschiffe zu bergen, die von mysteriösen Outworld gestohlen wurden. Das hatten wir schon. Eine wagemutige neue Mission. Das Gameplay ist nicht von dieser Welt. Okay. Hier, also, es ist in der Bibliothek. Jetzt müssen wir das nur noch installieren. Sprich, runterladen. Und wir könnten unterdessen in den Steam Store gehen und mal gucken, wie die Bewertung aussieht von Deliverus Mars. Okay, da haben wir Deliverus Mars. Das ist auch gerade im Sonderangebot, aber hier kostet das noch 15 Franken. Ja, Soundtrack ist auch interessant. Dann hier im Doppelpack Deliverus Universal Bundle. Wahrscheinlich mit dem Deliverus Moon. Okay, oi, oi, oi. Die kürzlichen Reviews sind nur mixed auf 65% und alle Reviews sind nur mostly positive. Oi, was ist denn da passiert? Okay, lasst uns mal einen positiven und einen negativen angucken. Also hier der erste positive. Wonderful game, poorly optimized. Also schlecht optimiert. Hi, if you're like me, you may have trouble playing this game. Here's my setup for reference. Also er hat ein i7 2060 RTX. Ja, der hat nicht gerade das neueste Setup. Okay, dem sind die FPS runtergefallen auf 5 bis 6 FPS. Das ist natürlich nicht schön. Das Problem hatte ich ja bei Robocop. Das war ja dann für mich der Grund, um aufzurüsten von der 1080 auf die 3080. Was sich durchaus gelohnt hat. Also er hat dann das Problem mit Upscaling irgendwie ein bisschen behoben. The game itself, following the first game, was a pleasure to play. Despite the issue. Okay, also der war positiv. Hier, not recommended. Okay, der hier möchte das Spiel gerne haben, weil er das erste gern gehabt hat. Und dann sagt er, leider ist das Spiel nicht rausgekommen, wie er sich's erhofft hat. Okay, die Charaktere sind nicht gut gemacht, die Gesichter nicht. Aber dann hat's noch paar andere störende Sachen, sagt er. Dann hier irgendwas von Familiendrama. Oioioi, Drama. Ich habe keine Lust auf Drama. Ich will ein Weltraumabenteuer. Oh ja. Also, ihm gefällt der Hauptcharakter, also die Hauptcharakter. Es ist eine Frau, gefällt ihm nicht. Also wie sie aussieht und wie sie sich verhält, gefällt ihm nicht. Das Spiel ist wie ein Laufsimulator. Er vergleicht das irgendwie mit Tomb Raider.
Ja, also der hat sich da Mühe gegeben, dem geben wir einen Award. Und zwar hat der das da auch noch so ein bisschen mit Humor reingepackt. Okay, also, die Meinungen sind durchmischt, aber egal, wir probieren das mal. Mal gucken, was uns da erwartet. Hoffentlich kann ich ein Raumschiff bauen. Hoffentlich kann ich irgendeine Base bauen oder sogar ein Fahrzeug. Hoffentlich kann ich mich frei bewegen. Ja, hoffentlich kann ich farmen. Hoffentlich kann ich irgendwas abbauen, irgendwelche Materialien. Das wäre cool. So ein neues Space. Das sieht gut aus. Was ist das, eine Frau? Das ist diese Frau, ja, die hat aber eine Nase wie ein Mann. Okay. Wichtige Hinweise. Ja, akzeptieren. Also da muss man zuerst alles runter scrollen, bevor man da akzeptieren klicken kann. Das machen wir so. Dann geht's gleich weiter. Neues Spieloption. Das ist geil. Das sieht geil aus, dieses Menü hier mit dieser Kugel, mit diesem... Sieht fast so ein bisschen aus wie der von Star Wars. Akzent, neues Spiel, Option. Was gibt's denn da? Sprachen? Okay, Deutsch, Deutsch. Ja, das passt. Gameplay, was haben wir da? Horizontale Sensitivität, da hier haben wir... Tastenbelegung, ja, das wird wohl gut sein. Anzeige. Auflösung 4K passt. Fenster, ja, okay. Tau, keine Ahnung. DLSS, ist dieses Hochskalieren? Nee, ich bleib mal beim Tau. Nvidia Reflex ist ein, da kann man noch boosten. Aber dann fällt das V-Sync raus. Nee, dann bleiben wir auf ein und schalten das V-Sync auch wieder ein. Blickwinkel, Beobachter, Perspektive, okay. Ja, das wird wohl gut sein. Dann haben wir noch Grafik. Gesamtqualität. Oh, das ist alles auf episch. Kann man nicht noch höher einschalten. Grooms. Puh, also ausgehe ich, lass das mal mit den Haaren. Noch nie gesehen. Dann neues Spiel mal. Zu Hause ist Kathy Johansson. What? Kathy Johansson verbringt schöne Stunden mit ihrer Familie. Oh nein. Was ist denn das? Ich will ein Raumschiff bauen. Oh, das ist aber auch schlechte Qualität. Das sieht ja aus wie vor 15 Jahren. Boah. Schau mal die dunklen Stellen. Ist richtig blockig dort. Ah, nicht gut gemacht hier. Schlecht mit diesem Weltraum und Erdkugel. Das Beste ist noch der Sound. Okay, jetzt wird es schon ein bisschen besser. Die Qualität, die Bildqualität, ja. Was haben wir hier? Eine Spritze? Nein, eine Rakete? Ein Kind, das mit einer Spritzenrakete... Piep, oh nee. Oh ne, wo bin ich hier? Im Kindergarten jetzt. Hören Sie mich? Erde an Kathy. Hallo, Erde. Oh ne, oh Gott. Hallo, du Erforscherin. Hey. Ne, was ist das, ein Kinderspiel? Schau, ich habe für mein Mädchen einen neuen besorgt. Yay! Doch bevor ich ihn dir gebe, musst du versprechen, dich besser um ihn zu kümmern. Okay. Nicht wieder kaputt machen, wie die davon. Nee. Versprochen. Ein Mondbär für mein Mondbär. Ich bin fast soweit, Kathy. Ich zieh mir nur noch schnell meinen Tauchanzug an. Nee, das ist ja... Ich will keinen Film. Ich will spielen. Ich weiß, aber ich hab die Zeit vergessen. Ich will spielen. Faszinierend. Warum ist heutzutage fast jedes Spiel wie ein Film? Ich will keinen Film. Versprochen. Und hier eine Kindergeschichte, irgendein Familienabend und die kriegt da ihren Mondbär. Nee, was soll diese Kacke? Ah. Ich dachte, ich könnte eine Raumstation bauen. Ah, kann ich jetzt mal was machen? Ja, jetzt kann ich mal was machen. Nee, jetzt bin ich was? Ein 9-jähriges Mädchen? Ich bin das Mädchen?
Nee, ja, geile Grafik, aber ich bin ein Mädchen. Ich will kein Mädchen sein. Mit einem Teddybär, mit dem Mondbär. Nee, was ist denn da passiert? Gleich um die Ecke vom Campus. Was haben die da noch? Ehekrach oder was? Ach, Lizzie, noch so eine Saison und die ganze Gegend wird zu einer reinen Wüste. Können wir nicht noch warten, bis... Also, mir wird langsam klar, wieso dieses Spiel gerade gratis ist. Ich will uns doch nur beschützen. Ah, dann kann ich hier was da steuern, aber ich kann nur F drücken. Ich kann das gar nicht steuern. Ich kann die Kamera steuern und diese Kugel, die bewegt sich von selbst. Und dann kann ich wieder F drücken und dann macht die Kugel irgendwas, ohne dass ich das steuern kann. Und die knutschen dort rum oder was? Nee. Und jetzt geht der Fernseher an. Ach, mein Gott. Was machen die heute für Spiele? Die Gewalt und kommentiert. Wolltest du nicht mit Claire schnorcheln gehen? Okay, gehen wir, Kathy. Spektakulärer Heldsprung, Schatz. Danke. Also. Cool, jetzt gehe ich mit der schwimmen. Kommt mit zum Schnorcheln? Ja. Oh Mann, was ist das hier? Ich will doch nicht schnorcheln. Ist das vielleicht ein bisschen wie Subnautica? Das wäre cool. Okay, Dad, hab ich. Oh nee, Mann, ja, also mit Liebe und so. Bevor Dad dich erwischt. Oh. Ja, die Grafik ist geil, ja, super, aber was bin ich hier ein Mädchen? Warum bin ich ein Mädchen? Aber Mondbär will auch schnorcheln. Ich spring einfach rein. Ist mir egal. So. So, jetzt kann ich da. Und was ist jetzt wieder los? Jetzt kommt der Mars. Oder was? Wo bin ich jetzt? Eine Kryokapsel? Ich werde dich jetzt da rausholen, okay? Hä, was soll jetzt das wieder? Komm schon. Alles ja gut, bin da, Kleiner. Alles okay. Ayla? Das ist ja mehr Film als Spiel. Hallo. Ja, die Kathy Johansson. Die Kathy. Ja, Kathy. Was will er jetzt mit der machen? Was, 2060 nach Christus? Wie fühlst du dich? Okay. Du gehen? Wo ist Mondbär? Ja, Mondbär, ja. Zeit, Schatz. Ich will Mondbär. Ja, der liegt da unterm Tisch. Glaube, komm, hol ihn. Hab ihn. Gut, jetzt komm her. Ich brauche deine Hilfe, Mondbär. Da ist ein Schalter am anderen Ende des Raumes. Und dann ist Ballern sowieso nicht. Okay. Das ist hier so Geschichten. Ein bisschen eine Geschichte hier. Das Beste ist noch die Grafik und die Musik. Gut so. Okay, Zeit zu gehen. Ah, Mann. Jetzt muss ich mich ducken. Bleib unten, Schatz. Sie dürfen dich nicht sehen. Ah, warum nicht? Wo sind wir? Was soll das hier? Was machst du mit mir? Okay, hör genau zu, Schatz. Im Raum am anderen Ende dieses Lüftungsschachtes ist Ace. Roses Ace? Ja, wir müssen ihn unbedingt holen und zu ihr zurückbringen. Ace hat mich am liebsten. Nach Rosa. Stimmt, genau. Deswegen musst du jetzt da hoch. Ja, ich gehe da in den Lüftungsschacht. Und ich hol den. Ich geh den ja holen. Ich weiß zwar nicht wieso, wir haben ja schon einen. Also, wollen Sie die Erde aufgeben? Sagen wir dem Team, dass wir ein ASI des Rates haben. Wir brauchen mehr von diesen Hologrammen. Ace! Ace! Ich bin. Hi! Komm mit! Komm mit! Oh!
wie man ein Spiel absichtlich schlecht machen kann. Heute müssen einfach alle Protagonisten müssen einfach weiblich sein. Wieso? Wieso muss heute alles weiblich sein? Was machst du da? Ist das jetzt irgendwie Sims für Jungs oder was? Ist schon gut. Er weiß nicht, dass wir ihn zu Rosa zurück. Ah, nicht, weiß er das nicht. Isaac Johansson. Wir müssen uns beeilen, Mondbär. Sie suchen bestimmt nach uns. Aua, meine Beine tun weh. Komm, ich trage dich. Was? Okay, jetzt trägt er mich da durch. Okay. Also ich kann nichts machen. Das ist jetzt alles automatisch. Ich kann die Kamera bewegen. Okay. Also... Claire? Wen ruft sie jetzt? Ah, der Mutter. Oder wer ist das? Claire. Das war Claire. Claire. Ja, ist wahrscheinlich sonst jemand. Okay, also, der flüchtet da mit dieser Kathi. Dramatisch, dramatisch, sehr dramatisch alles. Aber ich bin immer noch ein Mädchen, also von dem her, es kann noch so dramatisch sein, ich fühle mich nicht wohl. Ja, es funktioniert. Moment, warum öffnet sich Vitas Tür nicht? Komm schon, komm schon! Mit diesem Mondbär immer noch in der Hand. Nee, also komm. Ich kann ja nichts machen hier. Was macht er? Ist alles, er macht ja alles. Ja, die ruft da die andere. Die Claire. Claire. Was kann ich hier machen? Was ist das? Zurückstellen, rotieren. Wozu ist das? Was soll ich jetzt? Also gehen wir zu ihm. Er rennt da. Wo ist er jetzt hin? Ah, dort rennt er. Okay, rennen wir ihm hinterher? Also, ja, ich komme ja schon. Ich bin fast durch. Ja, ich komme ja. Nee. Nee, was soll, was, die kann nicht mal rennen? Nee, so billig. Ah, oh, ist das billig. Richtig schlecht. Nee, und jetzt kommt die Claire. Und er merkt's noch nicht. Und jetzt merkt es. Und die Claire ist schneller. Claire, halt! Ach. Ja, ja, und jetzt hau der Claire eine. Und dann nimmst du da diese Kathi und alles gut. Ja, ja. Ach komm, hey. Das stimmt ja gar nicht. Die ist schon so weit weg. Das kann ja gar nicht sein. Das ist, stimmt vom zeitlichen Ablauf nicht. Es sind da noch zwei andere? Nee, also, das stimmt ja hinten und vorne nicht. Ach, und das Geheul. Und ja, was machst du jetzt? Jetzt kann ich jetzt ihn spielen? Ja, jetzt geht hier die Brücke auseinander. Es ist nicht so gut. Es ist nicht so gut gemacht. Die Story ist nicht so gut. Grafik ist okay. Vorhin war es noch ein bisschen besser. Ach, ja. Und das Geheul mag ich gar nicht. Ich will jetzt ein Raumschiff bauen. Zurück zum Kontrollraum. Tut mir leid. Ach. Ist auch eine Memme. Dann gehen sie jetzt mit der hin. Boom, jetzt legen sie sich hin. Ja, bei dem sie eine Rakete startet. Ja, Grafik ist geil. Ist geil, ja? Ist geil gemacht. Stellenweise geil.
So, da ist der Papa, ist da fortgeflogen mit der Rakete und die Kathi ist immer noch da, die sitzt bei der Claire und ich find's gar nicht so geil bis jetzt und ich werd's wahrscheinlich auch nicht weiterspielen. Aber bis 30. November gratis im Epic Games Store. Wir sehen uns beim nächsten Video.